Wollen wir Mutti ihn runterholen? Ja, hol sie mal. Du brennst ja förmlich. Erstmal hier alle wegzulöten. Bevor ich weggelötet werde. Hallo. Ich bin da draußen. Hier ist die Luft besser. Achso, die habe ich gar nicht gesehen. Oh, und die auch nicht. Panik. Jetzt geht jetzt zu Fülle. Da muss ich ein bisschen radikal sein. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die mit mir, den Gabin, und wir sind wieder. Keine Ahnung, wir starten immer bei mir auf dem Dach. Ist aber nicht so schlimm. Wir werden uns heute um unsere Base kümmern. Es wird langsam Zeit. Wie ihr seht, ich habe da schon ein paar Sachen so ein bisschen ausprobiert. Ist, ich sag mal so, es wird lange dauern. Scheißendreck. Ich sage euch. Ich hab ja. Ich mache ja immer, wenn ich privat mache, dass ich nie so viel Zeit verbrauche. Habe ich ja mal die Zeit ein bisschen verlangsamt und ich habe eine Ewigkeit gebraucht, bis ich den Zaun weggeknattert hatte. Und der war bloß der kleine Eisenzaun. Das heißt, ich brauche besseres Werkzeug. Das, ich bin aber schon hier am Machen und Tun. Ich brauche jetzt bloß noch ein bisschen Eisen. Wie ist jetzt ja nicht? Scheißendreck. Nee. Ich brauche erstmal den Tiegel, also den Schmelztiegel, dass ich mir Stahlzeug herstellen kann. Weil ich will mir die Stahlpicke herstellen. Da fiel's mir doch wie Schuppen von den Augen. Ach, das ist doch alles scheiße. Naja, gut. Naja, gut, dann schauen wir uns mal von hier oben um. Aha. Ja, und fertig. Ich brauche. Was waren das nochmal? 100? Das waren ja zu arschvoll. Und deswegen habe ich nämlich unten das abgebaut, weil ich brauchte nämlich die Klee. 100 Stück. Die Spinner, die Römer. Gut. Hilft ja alle. Nö, ich muss es ja machen. Und bist fertig? Ja, wie ihr seht, das reicht überhaupt nicht. Das reicht hinten vorne. Auch wenn ich das jetzt hier noch. Ja, gut. Es fehlen ja bloß noch 6. Jetzt sind eine ganz andere Summe gesehen. Aber das ist was anderes. So, ihr könnt ja denn trotzdem hier mal so. Nee, das könnte ich denn auch nicht, weil das ich bin noch nicht wahnsinnig. Dann warte ich lieber. Dann warte ich und mache lieber einen Cut. Jawohl, dippt. Ja, kommt drauf an, wie lange der Schmelztiegel kostet. Dann nehmen wir ein Haus auseinander. In der Zwischenzeit kann er das schon mal ein bisschen vorbereiten. Da unter keine Kuhhaut. So. Da haben wir den. Und? Ihr mit Niki kotzen. Na gut. Dann nehmen wir mal eine Runde Stänkern, wa? Gibt ja uns den Standard übrig. Ich wollte eigentlich hier das Werkzeug schnell fertig machen und den zack, bums. Ja, was heißt das Werkzeug? Ich hätte mir jetzt in Eifer des Gefechts hätte ich mir eh bloß eine Stahlpicke machen können. Den Rest haben wir ja noch nicht. Naja, gut. Dann schmeißen wir mal meinen Plan, den ich im Kopf hatte, weil er über Bord. Also erstmal wird aber dazu heute kommen. Ein besseres Werkzeug. Wie gesagt, ich will das euch nie antun. Ich will da jetzt nicht unten runtergehen und erstmal da eine Runde rumkloppen. Das macht nämlich keinen Spaß mit dieser Picke. Das möchte ich euch nicht antun. Ehrlich, ich schwöre. Ich könnte mir aber auch nie bei. Jetzt sieht natürlich der große Suchenwiller los. Ich muss die Transparenz umschalten. Ich übersehe immer die. Die dann. Da sind sie noch. Ich hab sie nie übersehen, die waren einfach nicht da. Gut. Also. Stelle eher her. Pfeile, Mann und Söhne. Ja, dann kann ich ja auch Pfeile herstellen, wa? Mal kurz abschufen, ne? Das wäre sehr, sehr gut. Was ist denn nun schon los? Ach so, die machst du ja mit Plastik. Die machst du ja mit Plastik. Elastik. War in der Trace. Eisendreck im Mist. In einer anderen Kiste. Wie gesagt, ich muss das umstellen. Jetzt macht mich kürre. Wuschig. So, ganze 18 Stück. Wenn man zum Meuchelmörder. Was Zombies an ihn tut. Übrigens, ich habe mal so heute geschaut, was hier in. So, da bin ich geblieben. Bin ich bescheuert. Night of the Dead. Da kam ja jetzt raus, was sie jetzt die nächste Zeit vorhaben. Im
Späten und dritten Quartal. Alter, das wird so geil. Das wird so geil. Neue Biome, neue Zombies. Alles neu. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall werde ich dabei sein. Logischerweise. Boah, Alter, du musst weg. Du musst auch weg. Du regst mich auf. Ja, habe ich heute so mal reingeklickt. Wird ja nichts passiert sein oder so. Dann kriegst du auf einmal so eine Nachricht und dann kriegst du rein. Ui. Lilo Tiffy hier vom Bönefeld. Da freue ich mich. Wie gesagt, das ist ja noch eine lange, lange Zeit. Aber die kriegen wir auch überbrückt. Da sehe ich ja nicht das Problem. Hier waren wir ja noch nie drin, ne? Nee, das sieht noch sehr, sehr ungelootet aus. Hallo. Nee, da ist der Penner. Was für ein Penner? Der pennt ja. Das dulde ich nicht. War der letzte, ne? Also hier sind immer bloß einer drin. Was hast du denn so Schönes für uns? Na ja, gut. Ja, ist, ein Knochen. Meister mir vor der Biene. Den nehme ich aber trotzdem mit. Man muss ja nie so gierig sein, ne? Also. Die ist zwar grau. Mau, mau. Gut, ich habe aber hier mehr Mods drin. Aber die mache ich nämlich jetzt clean. Weil dann habe ich nämlich diese Waffenparts. Dann fehlen mir noch ein paar. Die kann ich jetzt wieder kriegen, ne? Genau, drei. Dann fehlen uns schon mal ein paar weniger. Dann kommen wir unsere AK, die wir uns dann selber bauen, kommen wir dann ein Stück näher. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Damit kann ich leben. Guten Tag. Oh. Mach mal auf das Ding hier. Soll ich denn in Ruhe hier looten? Das geht doch ja nicht. Hey. Ist da was? Eigentlich könnte man nur eine Quest machen, wa? Bis das fertig ist. Ein bisschen die Zeit sinnvoll gestalten. Wir können zwar jetzt hier wild durch die Gegend looten. Das würde ich hinkriegen. Ja, kein Problem. Das bist du, aber Windows. Entschuldigung. Ich glaube, ich gehe nach Hause. Ich mache erstmal eine Quest. Dann kommen wir nach Hause und dann ist es nämlich fertig. Ums Valera. So. Dass sich die Leute beschweren, wenn er hier zu Fuß laufe. Oder eine Karre vergesse. Da ist er. Dann fahren wir mal los, wa? Also. Tor lang. Folgen Sie mir. Ich kenne den Weg. Ach ja, wo muss ich denn lang? Folgen Sie mir, ich kenne den Weg. Wollt bloß testen, ob er aufpasst. Oh. Dann ist das ja unsere erste Dreier-Quest. Jenny! Hast du mal eine Dreier-Quest für... Nee, Moment mal, hast du für uns überhaupt ein bisschen Munition? Müsste ja eigentlich jetzt wieder geben, wir sind ja... The name's Jenny, but you can call me Dr. Jen. Du, wir kennen uns schon. Das ist dir schon bewusst, ne? Also, du hast mir schon gesagt, dass du Jen heißt. Ich will dich nur noch mal darauf hinweisen, ne? Ich glaube, die hat Alzheimer, die Alte. Das ist, ich weiß das nicht. Also, ich geh mal davon aus. Da haben wir eine Buchse. Da haben wir Granaten. Da haben wir Munition. Ich habe hier eine Kohle. Ah ja, gut. Nee, Moment mal, ich kann ja trotzdem mal nachschauen. Ja. Bleib mal jetzt ruhig, Mädel. Ich muss erst mal gucken, was du da hast. Bestandteile abchecken. Und checken wir mal. Oh, Alter, die hat aber Munition. Too bad I couldn't help you. Du kannst mir auf jeden Fall... Ja. If you do this for me, do hurry. I have a protection payment coming up soon. Bloß hier weg. Naja, gut. Sie hat hier eben halt keinen, mit denen sie sprechen kann, ne? Also. Und ich komme ja auch nicht so oft vorbei. Und dann ist es mal so, sie will dann auf einen Schlag loswerden. So quasi konzentrierte Power.
Hey, guck mal, wo wir sind. Da wollten wir doch schon die ganze Zeit drin. Yay. Was soll da schieflaufen? Also mir fallen da 1, 2 Sachen ein, aber ja, gut. Ich hab ja Pfeile mit bei. Aber erstmal hier so ein bisschen Schippemann und Söhne. Ist jetzt nicht, dass ich Zeit schinden will. Wegen Rinnen. Bin voll mutig und motiviert. Ich gehe da noch rein. Keine Panik. Also. Ich muss das ja hier einsammeln. Sonst krieg ich ja Mecker. Naja, ich wäre ja schon lange drin, ne? Also. Wenn ich die schönen Blumen sehe. Ja, ist ja gut. Ich gehe schon drin. Ach ja. Was sei hier schnittig? Viele, viele Regale. Da ist schon mal eine. Es ist Mutschin. Wollen wir Mutschin runterholen? Ja, hol sie mal. Oh. Oh. Das ist ja... vorbereitet bist du mich nicht mehr. Oh, jetzt kommen natürlich alle Biele, wa? Nee, Nummer 1. Anna bleibt da. Die bearbeite ich mit einem Hammer. Ich zeige hier... Gut, mache ich jetzt nicht. Komm, Mutschin. Du brennst ja förmlich. Hat das denn an... so... Gut, sag mal lieber nicht. Und die anderen sind ja da. Wie gut die... Gut, ich bin ja an Pfeile produzieren. Sag mal, nee, da ist es ja nie da. Wird die Tür nicht klappern. Würde erstmal sagen, ich versuche... Erstmal hier alle wegzulöten. Bevor ich weggelötet werde. Hallo. Bin wieder draußen. Hier ist die Luft besser. Hey, ich lebe noch und sie ist tot. Ihr habt da falsch zu verstehen. So. Räusper, räusper. Knäusper, knäusper. Wo ist mein Kinder? Es wurde ja gesagt, Licht hat keine Auswirkung. Bin ich noch nicht so überzeugt davon. Vielleicht sollte ich nicht direkt in der Riese drin leuchten, ne? Über mir? Das macht Sinn, ne? Wundert euch nicht, ich quatsche immer, wenn ich nervös bin. So, jetzt ist es Zeit zum Verschwinden. Und die gute Munition rausholen. Die kriegen sie schon wieder. Achso, ist ja bloß Hammer 1. Deswegen Hammer 1. Gute Kohle. Da frage ich mich, hier hört die Kohle. Ja, okay, nee, stimmt schon. Kommt ja darin. Aber ist da ein Elektrogrill? Naja, gut. Apokalypse, ne? Strom ausjagen. Willst du dazu nur sagen? Ich gehe erstmal hier die Quest fertig machen und dann können wir ja. Nee, wenn ich schon. Scheiß drauf. Vielleicht mache ich ja genug Lärm, dann kommen sie von alleine runter. Ah, siehst du? Hallo, ich bin hier und klaue euer Zeug. Ui, jetzt mache ich aber Lärm. Es scheint die ja nicht zu interessieren. Nicht mal den da draußen. Geht mal, der ist besoffen und geht nach Hause. Oh nee, da ist noch eine. Ich geh mal kurz gucken. Ein bisschen früh shoppen. Der Löffelki hat da. Entweder hat er ingekackt oder er ist besoffen. So, den anschauen. Tü-tü-tü. 3 Stunden später. Gut. Macht keinen Unterschied. Die hat das nicht gehört? Die hat das nicht gehört? Nicht meine Schuld. Hättest du besser aufpassen sollen, Mädel. Nur weil du tot bist, heißt das noch lange nicht, dass sie ja keine Mühe geben muss. Also ich weiß nicht, die hängen nicht an ihren Tod. Dem haben sie ja nicht. Alter, ja gut, das kann ich ja, wie gesagt, die brauchen. Aber eigentlich müsste ich ja parts technischerweise ja alle zu Hause haben. Sprach er.
Aber sicherheitshalber nehme ich mal alles mit, wa? Nicht, weil ich hier meine Sucht wieder frönen. Ich muss das ja mitnehmen. Also, Spiel will das ja so. Jetzt nie so, dass hier suchtmäßig und so bedient wird hier. Und außerdem ist die Kinder da. Der Traum, dann ist doch der Traum. Hallo. Der Traum von Ihnen hier. Mal in so einen Laden. 5 Sekunden. Keiner passt. Naja, 5 Sekunden ist ein bisschen kurz, wa? Aber generell. Und dann halt einpacken, was geht. Na, ich habe ja damals immer diese. Für Kinder, ja, doch immer diese Game Show. Wo sie eine bestimmte Zeit haben und halt einpacken konnten, was sie wollten. Oh ja. Und was die alles eingepackt haben. Ich habe immer so gedacht, pack doch das gute Zeug ein. Nein, 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 gut. Das ist die Reizüberforderung. Überflutung. Uns würde genauso gehen. Hat man sich mal gedacht, naja. Mensch, packt doch die ganzen PS2-Karten und all sowas ein. Wir haben noch viele mehr wert. Ach, ja, das waren noch Zeiten. Ich weiß ja nicht, ob das so was überhaupt noch jedem tut. Glaube nicht. So. Sind sie? Und. Zack. Achso. Da Scheibe. Ja, ist eine Billigpatrone. Numero Uno, ich hab noch 12 Schuss. Das sollte auch machbar sein, oder? Die anderen. Siehst, da sind Kisten, keine Panik. Ich will erstmal kicken, dass ich die anderen Dudes vor mir wegkriege. Da hier runterpurzeln. Da vorhin. Hihi. Es hat funktioniert. So, jetzt immer. Achso, die habe ich gar nicht gesehen. Oh, und die auch nicht. Die in der Panik. Jetzt sind wir hier zu viele. Da muss ich ein bisschen radikal sein. Sie haben mich schon wieder angesteckt. Die Schweine. Was soll denn bitte? Ich bin vorbereitet. Ich konnte mir sowas denken. Das ist ja nicht das erste Mal. Ah gut, war. Also hat ja gut funktioniert, bis ich jetzt gedacht habe, da komme ich jetzt durch. Wir sehen, das ist nicht so. Warte mal. Ach nee, das ist ja bloß eine Wunde. Gut, dann kann ich doch in Ruhe alle Tiere looten. Also, die sind ja jetzt alle weg. Oder auch nicht. Kriegen wir so. Eine? Ich muss eine, wa? Aua! Du alte Plumpskuh, was soll denn das da? Habt ihr doch ja noch nicht. Ja, gut. Ich meinte, ich wollte. Nee, damit komme ich auch nicht durch. Und wenn wir das dann soweit fertig haben, dann können wir, wie gesagt, Schmiedhebel müssen wir jetzt in Angriff nehmen. Dann müssen wir den Mischer bauen. Das er dann eben halt. Alter, und ich hab mir schon gewundert. Also, ich hab ja noch nicht das Rezept. Und pass auf, und jetzt finde ich hier noch ein Schmitz. Dings hier. Ein Tiel. Ein Schmelztiegel. Na gut, aber eigentlich macht es ja auch Sinn, dass wir hier so was finden, ne? Also. Wenn nicht im Bauladen, wo denn sonst? Ja, wie gesagt, ich würde mir auch so was schön vorstellen können. So mal in Laden einfach so shoppen. Also nicht klauen, sondern sonst kriegen. Würde ja sagen. Moment mal, wir haben doch gerade Kisten bekommen. Ja, kein Problem. Achtet nicht auf das Inventar, dass es schon wieder voll ist. Mit geschobener Weise.
Und zack, Bums. Und was hast du für uns? Ach, naja. Aber ich bin trotzdem froh, dass ich sowas kriege. Was haben wir hier? Ach, naja. Da, was hab ich denn hier vom Pinsel? Und jetzt nicht mehr. Die Zeiten sind vorbei. Nicht mehr hin. Da, wa? Der putzt doch gleich runter. Ich mach mal ein bisschen Lärm. Gut, brauche ich nicht mehr. Gut, dann mache ich so Lärm. Gut, dann würde ich mal sagen, wir können jetzt looten, wa? Also, bis wir da oben hingehen. Ich habe mir nämlich noch nicht überlegt, wie ich mein Inventar leer kriege. Aber das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Irgendwie. Muss noch einen Punkt bei meinem Inventar hinsetzen. Ja, ich weiß, ich wollte eigentlich Händler und so machen, aber ich glaube, Inventar ist bei mir jetzt erstmal wichtiger. Habe ich so das Gefühl. Ich weiß ja nicht, woher das kommt. So. Na gut, das war mal wieder dieser berühmte Griff ins Klo. Gut, jetzt weiß ich, wo ich anfange mit meinem Inventar. Na, wie gesagt, ich bin wie ein Kleinkind. Du darfst ein Kleinkind sich alles in den Mund stecken tut und ich bei mir alles in den Rucksack. Da haben wir schon mehrmals erläutert und so ist es nun mal. Das Ding ist auch kaputt, oder? Sieht sehr, sehr kaputt aus, also könnten wir das abschrauben. Könnten wir. Aber noch brauche ich die Parts nicht. Okay, Moment. Also entweder haben wir eine richtig fette Sumse hier. Oder ihr mähen den Rasen unten. Wie gesagt, ich muss aufpassen. Wir haben hier in der Nähe irgendwo ein Hornissennest und die wollen jedes Mal nach mir hin. Weiß nicht wieso. Letztes Mal waren Bienen, dann waren irgendwann mal Wespen und jetzt haben wir auf jeden Fall Hornissen hier. Und ich wohne im 5. Stock. Haben die denn nichts anderes zu tun? Gut. Letztes Mal waren da 2, ne? Jetzt will einer es. Na, kommen Sie her. Was machst du denn? Bist du doof? Ja, er ist doof. Ist nicht mein Problem. Das ist nicht mein Problem. Er ist da runtergesprungen. Oh, Alter. Die sind ja clever. Fällt mir überhaupt nicht. Wir haben ihn hochgeschafft. Also ich hätte jetzt mit allen gerechnet, aber nicht mit denen. Mit Ditte. Die das schaffen. Die anderen schaffen das auch. Will mich verarschen? Sonst schaffen die keine 2 Meter zu laufen, aber jetzt schaffen sie hier die Wehe hoch, oder was? Ich geh mal runter. Vielleicht sind sie dadurch ein bisschen mehr verwirrt. Verwirrt! Wir kommen hier nicht durch. Ich schaffe es ja noch nicht mal selber. So, kommen Sie mal hier. Ja, hier. Geradeaus durch. Ja, hier, hier. Nicht runterfallen. Hey, ich hab da ja nicht wie mir ziert. Sehr, sehr merkwürdig. So, jetzt muss ich bloß noch. Ich muss nochmal hoch, wa? Ich muss das Paket noch probieren. Aber erstmal den Loot. Wegen die Munition, die ich eventuell da drin kriege. Wow, ich habe bloß einen Dietrich dafür gebraucht. Was ist denn hier los? Wir reißen ja Sachen ein. Ich mag diese Sachen. Oh, ich habe hier einen Zombie. Der ist runtergefallen. Ups. Das ist eine Grenze, die ich nicht überschreiten sollte. Gut, aber das ist nie so schlimm. Wir holen uns erstmal ein Paket und dann
Reden wir mit ihm ein Wörtchen. So, jetzt muss ich erstmal kicken hier hoch. So, das wird nämlich hier irgendwo da drinne sein. Zum Bleistift da. Ah. Ich krieg das jetzt rein. Siehst du? Hab ich das nie gesagt? Ohne Wille ist es auch ein Kabin. So ein Weg. Nee, warte mal. Komm da hoch. So, wir haben aber immer noch nicht das Gebiet gesäubert. Autsch. Oben. Oben jemanden übersehen? Das muss ja in diesem Gang drin sein. Ach, um der... Nee, Moment mal. Ja doch, das muss ja da sein. Unten drin und dann da hinten durch. Ja, genau. Da hinten in der Ecke. Da, da. Da war ich wieder zu schnell. Ja. Da hinten ist eh. Ui, ich hasse das. Ich baller jetzt einfach rum. Hallo? Muss ich dich jetzt einzeln runterknallen oder was oder wie? Ich geh doch nicht den ganzen Weg normal. Geht den ja nicht. Jetzt. Jetzt hat er die Kraft. Oh, jetzt haben wir es geschafft. Dann nehmen wir mal schnell zum Händler, wa? Hol mal schnell. Genau, da lang müssen wir. Also, bis gleich. So, da sind wir. Ziel erreicht. Ja, jetzt bin ich immer gespannt, was wir kriegen. Also, Munition und oder AK. Eins von beiden wäre richtig geil. Das täte mir sehr, sehr gefallen. Gefreuen wollte ich gerade sagen. Gefallen würde mir, bitte. I knew you had it in you. Good work. Munition. Yes. Yes, we can. Oh, Alter, eine Pumpcake. Die brauche ich. Die brauche ich so ja noch sehr mehr als die Munition. Weil ich habe nie Schutzmunition. Warte mal, ich muss jetzt mal Zeug verkaufen. Nimm ich die Pump Action. Sorry, muss ich machen, weil habe ich mehr Munition und kann ich mehr Schaden anrichten. ihr wisst doch. So, also, Schaden ist doch genau mein Ding. So, warte mal, das Messer ist. Oh, nee, mir besser herstellen, glaube ich. Ich glaube es, ich weiß es nicht. Hm. Gut, das habe ich. Thanks for letting me. Don't spend so, it all in one place. Ich nehme die Pump Action. Dann kann die weg. Jo. Eine sehr, sehr gute Entscheidung. Und spätestens hier hätten wir einen Beaker bekommen. Also einen Marsbecher. So, dann würde ich mal... Ja, bleib doch mal ganz... Boah, alter Mädel! Schlucks... Nee, falsch. Mach eine Pause! Und trink weniger Kaffee. Der tut dir nie gut, Mädel. So. Cool! Also, jetzt ab nach Hause. Den Schmelztier einschmeißen. Den Amboss einschmeißen. Und den Stahlwerkzeug herstellen. Alter, ist das geil heute. Heute funktioniert das mal wieder richtig geil. Also, es gefällt mir sehr, sehr gut. Ist zwar noch gelb, aber es wird für mich reichen, um Schaden anzurichten. Und wie ich damit Schaden anrichten werde. Ich würde alles andere in Schatten stellen. So. Ach, die Tür auf. Gut, also haben wir das da, dann gesagt, muss ich mir bloß noch Chemiestationen, nee, erstmal das Werkzeug, denn eine Chemiestation, den Mischer, oh, wir haben sehr, sehr viel zu tun. Gut, das Eisen ist fertig. Moment mal, das Eisen brauche ich doch ja nicht mehr. Hey, was willst du denn machen, Kami? Erzähl mal, was wolltest du denn Anfang der Folge machen? Mach mal, erzähl. Oder anders gesagt, was hast du denn gemacht? So, ist doch gut, Mensch. Das kann rin. Das kann rin. Geht uns bloß noch der Blasebike. Den ich nie machen kann, oder?
Blasebalg kannst du nicht machen. Musst du Rezept oder musst du im Laden finden? Na gut, krieg auch hin. Das bekommen wir auch hin. Aber erstmal austauschenderweise. Tada! Alter, das hat da in der Runde davor ewig gedauert, bis ich die bekommen hatte. Da werden wir heute mal, nicht heute, aber wir werden damit Köpfe spalten. Werden wir tun. So, das Blöde ist, warte mal, für die AK brauche ich, um das auszutauschen. AK. Brauche ich 6. Das heißt, entweder brauche ich nochmal 3 Parts oder nochmal eine AK. Alle Beete sollte machbar sein, oder? Würde ich jetzt mal so behaupten. Weil ich müsste mal Villa hier verkaufen. Verkaufen, verkaufen! Ich hasse diese Werbung. Generell, also YouTube, also was Werbung an ihnen tut, keine Ahnung. Die schmeißen alles, was nie so auf 3 ist, runter von der Plattform. Ihr was, keine Ahnung, nicht denen ihr fallen tut, aber die Werbung, die nehmen jede Werbung an. Also, das ist wirklich schlimm, ist das. Da müssten sie mal rüberkicken, was die da für Scheißwerbung annehmen. Das ist ja schlimmer als TV. Also, vor 20 Jahren. Na gut, würde ich mal sagen, heute halt erreicht, was wir machen wollten. Morgen geht es weiter. Nächste Quest, Werkzeug, nächste Quest. Werkzeug wird nämlich auch eine Weile dauern. Aber wir werden es schon hinkriegen. Also, bis dann, ich bin raus. Tschüss.